Guten Morgen, ich begrüße euch alle zu einem neuen Video. Wir befinden uns immer noch im Dschungel. Wir sind gerade auf dem Weg runter an den Strand zum Boot. Heute wird es heftig. Heute wird es wirklich heftig, aber das erzähle ich euch gleich, wenn das Geholper hier aufhört von unserem Taxi. Wir sind am Sammelpunkt hier an dem kleinen versteckten Hafen in Drake Bay angekommen. Von hier startet aus alles, Tauchtouren, ja, irgendwelche Ausflüge und halt auch unsere Angeltouren. Im letzten Video war der mit uns unterwegs, draußen zum Top Water Spinning, Tunas und Mais, haben den Einstand geliefert, absolut brutal. Und heute haben wir Großes vor. Heute legen wir uns mit den Königen an. Ja. Unser Plan sind heute ganz klar die Nasenbären der Meere. Nasenbär ist, glaube ich, das falsche Wort. Es geht auf Marlin und auf Sail. Also viele Angler träumen vom Fang eines solchen Traumfisches. Wir werden es heute probieren. Das Revier spricht für sich. Haben wir im ersten Video schon gesehen. Diese fantastische Top-Water-Fischerei. Ja, und heute wollen wir richtig groß raus. Wenn der Plan aufgeht, werdet ihr sehen. Kommt mit. Es wird auf jeden Fall spannend. Abfahrt. Köder, die heute teilweise mit zum Einsatz kommen. Richtige große XXL-Baits, sowohl Naturköder als auch Kunstköder. Werden direkt hinterm Boot geschleppt. Was direkt hinterm Boot bedeutet, zeigen wir euch gleich. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen raus, bis die erste Kante kommt, bis Wasser ein bisschen tiefer wird. Dann kommen die ersten Montagen raus. Ja, und wir sind echt gespannt. Ich weiß es so von meiner anglerischen Erfahrung, was ich bisher gemacht habe. Das sind jetzt wirklich, was heute passieren könnte, wenn es denn passieren würde. Immer so beim Angeln. Ne? Also heute geht es um richtige Traumfische, um Raritäten. In der Big Game Szene die Fische, die jeder Angler einmal in seinem Leben so fangen möchte. Ja? Und wir werden es heute probieren. Und da seht ihr schon, dass dieses Revier hier Costa Rica wirklich für sich spricht. Jedenfalls diese Region, wo wir unterwegs sind. Es sind kaum andere Angler vor Ort. Es gibt hier auch Standorte, wo richtig viel Trubel ist. Und uns Angler erwartet ein immenses Fischreichtum, eine immense Artenvielfalt. Also wir können hier alle möglichen Dinge machen. Jetzt schauen wir mal, ob dieser Plan auch aufgeht. Ja. Also das Spinning schon alleine, das Top-Water-Spinning hier in dem Revier. Video blende ich euch hier oben nochmal ein. Im ersten Teil dieser Videoreihe. Das war schon brutal. Und jetzt sind wir heute gespannt, was uns erwartet. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte,
ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Die Innereien werden rausgedrückt vom Einsatz, damit der Fisch möglichst leicht wird. Hier vorne sitzt dann diese Spirale drauf mit dem Circle Hook. Weitere Naturködersysteme werden an normalen Einzelhaken montiert. Oben drüber hier dieser Fransenschick. Ja, und es wird an der Oberfläche hinterhergezogen. Fische müssen hochkommen. Kommen sie auch. Wir sind jetzt eine gute Stunde rausgefahren in den tiefen Bereich, wo eine steile Kante abfällt. Jetzt kommen die Ruten raus, teilweise mit Kunstködern, mit sogenannten Teasern, teilweise mit Naturködern. Ja, und die Teile werden direkt hinterm Boot im weißen Wasser, im Motorwasser angeboten. Dieses Motorwasser, dieses schaumige Wasser lockt die Fische an, direkt ans Boot. Also nicht das gleiche wie zu Hause, wo die Fische doch recht bootscheu sind in bestimmten Revieren. Also hier wird direkt hinterm Motor unterschiedliche Ködervarianten angeboten. Reine Kunstköder, aber auch Naturköder. Ja, das Gerät, auf jeden Fall die Rollen und die Hauptschnüre sind hier definitiv vergleichbar wie beim Welsangeln. 50er geflochtene Schnüre mit einem langen Monovorfach vorne dran. Große Multirollen und jetzt halt auch extrem starke Ruten, ja, weil wir können hier Marlin erwarten, aber jetzt sind wir mal gespannt, was da abläuft. Ganz interessant ist auf jeden Fall die Montage der Naturköder, der Deadbaits. Mit so einer Spirale werden die am Kopf direkt aufgeschraubt, wie so eine Kugelschreiberfeder, die so konisch zuläuft. Auch bei so einer Fischerei können wir Süßwasserangler uns einiges abgucken, ja, fürs Schleppen auf Hecht, fürs Angeln auf Wels. Immer wieder eine spannende Angelegenheit. Ja, und jetzt werden die tiefen Bereiche, die Kanten abgefahren. Und ich bin echt mal gespannt, wir sind gespannt, ob wir so ein Schnabeltier, der Robert sagt ja immer liebevoll Nasenbär, ja, ob wir dann Einschlag kriegen. Das wird auf jeden Fall Wahnsinn. Die Köder laufen hier auch direkt an der Oberfläche. Also wenn man ein wachsames Auge hat, müsste man eigentlich den Angreifer schon vorher erkennen können, ja. Was euch bestimmt aufgefallen ist, wir haben wieder das gleiche Boot im Einsatz wie bei der aktiven Fischerei beim Wurfangeln. Hier ist kein Stuhl drauf, ja. Und ein Marlin in einer bestimmten Gewichtsklasse, der macht schon Trara da draußen. Wir drillen Freestand. Wichtig ist, dass ihr einen vernünftigen Gimbal benutzt. Die sind bei den Getaway Sea Angling Tours natürlich dabei. Ja. Stellen wir euch alles zur Verfügung. Und dann halt Freestand. Ne? Wir konnten schon Thune fangen im Freestand bis 300 Kilo. Das war komplett Hardcore. Aber einen Marlin oder einen Sail, wenn es heute klappen sollte, wäre es für mich definitiv das erste Mal. Ja, und jetzt heißt es warten. Wie das Wasser beobachten, wie auch beim Spinnfischen, ob irgendwo sogenannte Frenzies auftauchen, ob beim Vögel am Himmel sehen, ob irgendwo Spektakel ist, wo geraubt wird. Und dann bin ich echt gespannt, ob so ein King der Meere hier nach oben kommt und sich einen der Köder schnappt. Sehr facettenreich dieses Revier hier, wirklich absoluter Wahnsinn. Another one.
Drehen Sie die Granulmühle. Also, das Schleppen ist zwar entspannter, weil man da ein bisschen seine Muskeln schonen kann, aber da geht es genauso brutal vorwärts wie beim Werfen. Wir sind zwar auf Schwertfischtour, aber die Mais bleiben uns erstmal treu. Heiko hat eine richtige Bombe dran. Ich habe auch einen schönen, meiner ist schon jetzt nah am Boot. Das geht so weiter, wie es angefangen hat. Unglaublich. Alter, der läuft ja richtig. Guck mal. Petri Heil, bam, komm mal raus aus deiner Socke da, ja. Brutal, brutal. Und wenn jetzt noch der King hier kommt, ein Marlin oder ein Sail, das wäre ja komplett brutal. Aber es ist auch mal schön, so einen Tag zu haben zwischen den ganzen Wurftagen, zwischen den ganzen Strapazen, wo man einfach mal chillen kann. Und dann geht es trotzdem vorwärts, ja. Naja. Chillen ist auch ein bisschen übertrieben. Chillen ist übertrieben, ja, da hast du recht. Aktive Erholung. Aktive Erholung, hat der Robert schön gesagt. Aktive Erholung. So, die Mais spielen schon mal mit. Bin gespannt, ob wir auch das Marlin Glück haben. Das wäre brutal. Es war da. Ich will zeigen. Riesenspaghetti. Es war da. Das Amigo. Schon brutal, ja. Und alles spielt sich hier an der Oberfläche ab. Ja. Wir haben bisher überhaupt nicht tief geangelt, also weder auf Tuna, mit Baitfisch in der tieferen Region und so Sachen. Alles Oberfläche. Man sieht eigentlich jeden Fisch hier angreifen. Das ist brutal. Wahnsinn. Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie tief der Tümpel hier ist. Ja. 3000 Meter. Aber an der Oberfläche spielt sich alles ab. Federtacke jetzt, und ihr könnt es ja gut erkennen, hinterer Bereich komplett abgeschlagen vom Köder und der Circle Hook mit dem Kopf ist noch übrig. Ja, die tängeln dann die Fische. Haben wir direkt auch die Rolle wieder aufgemacht, noch nachlaufen lassen, ob er noch mal einsammelt, aber naja, wenn es einfach wäre, wird es stricken heißen, dranbleiben. Hatten drei Aktionen, einmal definitiv Sail, zweimal Ahimahi. Und das Problem ist natürlich, diese Fische auch perfekt zu haken. Das ist gar nicht so einfach. Hat ein relativ kleines Maul und das lange Schwert vorne. Er folgt der Beute, haut dann mit dem Schwert auf die Beutefische drauf, macht sie bewegungsunfähig oder langsamer und sammelt sie dann ein. Ja. Und das ist halt dann immer in dem unteren Bereich den Haken zu setzen oder dann auch im Notfall, wenn der Fisch erst mal angreift, vielleicht ein bisschen den Köder noch rauslaufen lassen, mit der Schnur zu geben, gar nicht so einfach, den Fisch zu haken, wie es zum Beispiel beim Hechtangeln, beim Schleppen auf Hecht der Fall ist. Ja. Der Hecht kommt, da gibt es auch natürlich Fehlbisse, aber der ballert sich das Ding rein. Ganz andere Räuber.
spannende Sache und direkt wieder Aktion hier in Costa Rica, ja. Fünf Minuten später der nächste Einschlag. Wir haben erst gedacht, wie er das erste Mal gesprungen ist, hat so ausgesehen. Aber jetzt haben wir schon gesehen, den Fisch. Hier vorne zieht er hinterm Boot rum. Die schöne Farbe, die da durchs Wasser glitzert. Also wer mal das Ziel hat, wirklich Mai Mai zu fangen, mit der Spinnrute auf Sicht oder halt hier beim Trolling, seid ihr hier in Costa Rica an der richtigen Adresse. Ja. Da stehen ja auch auf die Naturköder beim Trolling. Starke Fische. Petri Heil. So, die fünfte Aktion sitzt. Bis jetzt noch. Ich habe mich schon ein paar Mal hier springen sehen. Auf jeden Fall kein Nasenbär. Protect his life. Are we bringing him in? No, come on. Haben wir direkt am Boot abgehakt. Wir wollen sie auch zurücksetzen, die Jungs. Wir das System hatten gebracht. War ein kleinerer Mai Mai, also klein ist relativ hier in dem Revier. Das sind alles schon riesen Fische, die muss man woanders erstmal fangen. Ja, wieder raus. Warten wir auf den Nasenbär und abgerechnet wird zum Schluss. Am Arsch werden die Gänse fett. Altes Sprichwort. Der hat Sprüche drauf hier, unser Roberto. Am Arsch werden die Gänse fett. Ich weiß gerade, ob man das hier sagen darf. Wir sind doch unter uns. Am Popo werden die Gänse dick, Jungs. Das Revier hier spricht definitiv für diese krassen und vor allen Dingen auch großen Mahi-Mahi-Bestände. Ja. Mit der Spinnrute ein absolut genialer Fisch. Jetzt mit dem schweren Gerät beim Trolling auf die Sails ist er nicht so der ultimative Endgegner. Aber passiert ein bisschen was und weiter geht's. Drücken Sie Daumen also zu Hause, dass der Nächste eine lange Nase, ein Schwert vorne dran hat. Seht ihr das? Diese krassen Strömungskanten, hier überall riesige Wellen, da vorne steht Wasser, ja. Haben jetzt hier ein Gebiet mit krassen Strömungskanten gefunden, schaut mal da unten.
richtig weißes Wasser, hier wieder Ententeich. Da oben überall Vögel unterwegs, ruhiges Wasser. Dazwischen den Strömungskanten überall Delfine. Da, wo die Delfine schieben, die Schwärme, ist natürlich auch das Futter. Schaut mal da unten, was da los ist. Vögel, Delfine, richtig Alarm hier in diesen Strömungskanten drin. Mal gucken, ob wir jetzt hier auch auf die Sailfische treffen. Irgendwo müssen sie ja stecken, aber auch hier nicht einfach nur stumpf übers Meer fahren und hinterher schleppen. Immer wieder suchen, Augen offen halten, aktive Fische suchen. Also hier unten ist richtig Alarm. Da kam er. So, Stefan, was ist hier los? Hat schon noch geklappt? Ja, Wahnsinn. Es war ja bis jetzt schon ein verrückter Tag. Also, ich weiß gar nicht, wie viel Mai-Mai-Aktionen wir hatten. Aber jetzt ist er dran. Also, auf jeden Fall für mich was ganz Besonderes. Ich habe sowas nie erleben dürfen. Das ist definitiv mein erster, ja. Und gleich bei der ersten Ausfahrt am ersten Tag, vielleicht 6 Angelstunden, jetzt viel wieder Fisch gesucht. Mai Mai haben einem so ein bisschen die Langeweile vertrieben. Die waren immer da. Und da ist er. Unglaublich. Unglaublich. Das ist jetzt schon so ähnlich wie Welsangeln. Direkt zurückgesetzt, kurze Präsentation im Wasser. Traumfisch. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Mein erster hier in Costa Rica. Thank you, thank you. Bam. Thank you. Thank you. Absoluter Teamfisch, ja. Ich hatte halt die Ehre vom Heiko und vom Robert, dass ich das erste Mal ran darf, wenn denn einer dran gehen sollte. Das war ein mega Erlebnis, ja, absolut. Absolut. Alle Jungs haben hier einen geilen Job gemacht, wir haben durchgezogen. Weiter geht's. Aber einer dieser atemberaubenden Sailfische durften wir fangen, wir durften atemberaubende Sprünge sehen von dem Fisch, ihr ja auch. Krass, absolut, absolut krass. Also Costa Rica ist ja, amazing. Die Sonne steht schon wieder tief am Horizont. Wir haben 17 Uhr, 17.30 Uhr. Haben den ganzen Tag heute hier draußen verbracht beim Schleppen, beim Trolling. Ist ein gemütlicheres Angeln, aber trotzdem anstrengend. Permanente Köderkontrolle, Fische suchen, unterwegs sein. Ja, es war ein harter Angeltag. Mai Mai haben uns den Tag definitiv versüßt. Also da war richtig Action geboten. Ja, und dann
zu guter Letzt, wie sagst du immer, am Popo sind die Gänse fett. Nett ausgedrückt, genau. Nett ausgedrückt kam der Sale. Ich hatte die Ehre, ich durfte drillen. Robert hat ja schon ein paar Mal das Vergnügen gehabt. Für mich war es ein Riesenerlebnis, ein Traumfisch. Ja. Also ich bin absolut überwältigt. Und das am zweiten Tag hier in Costa Rica. Wenn ihr auch mal Bock habt, so ein verrücktes Abenteuer hier zu erleben, Traumfische zu fangen, euch hier mit dieser Artenvielfalt, mit diesen krassen Raubfischen hier auf dem Meer zu messen, also geht es teilweise richtig ans Eingemachte, meldet euch bei mir oder bei den Jungs von Getaway Sea Angling. Wir planen für den nächsten Winter schon wieder Touren. Ich würde mich natürlich mal mega freuen, mit euch hier diesen Trip machen zu dürfen, euch mal hier diese fantastische Landschaft und diese fantastische Fischerei zeigen zu können. Wir haben perfekte Boote, wir haben eine perfekte Gruppe, wir bieten euch Leihgerät, eine perfekte Organisation dieser Reise. Für mich steht jetzt definitiv schon fest, am zweiten Angeltag, ich komme wieder und ihr könnt dabei sein. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos. Ja, und für uns geht es morgen auch weiter. Wir haben das nächste spannende Thema vor. Wir waren in Videoteil 1 offshore draußen. Verlinke ich euch hier oben nochmal. Jetzt im zweiten Teil. Am zweiten Tag dieser Reise haben wir mal Trolling probiert auf Marlin und Sail. Der Sail kam. Ja, und morgen wollen wir mal näher ins Land reinrücken. Robert hat mir da von ganz verrückten Fischen erzählt, von Light-Tackle-Fischerei, von kleineren Ködern. Ich kann die Namen gar nicht alle aussprechen. Rooster, Jack, Sierra Mackerel, African Pompano, Kubera Snapper, also alles, was das Herz begehrt. Und mehr. Kompletter Wahnsinn, da freue ich mich schon drauf. Jetzt geht's für uns zurück in den Hafen, lecker essen gehen im Dschungel. Dann ab in den Pool nochmal springen, schnell pennen und morgen früh beginnt ein neuer Tag. Und was uns da widerfährt, was wir alles noch hier erleben dürfen, das seht ihr dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, alles Gute für euch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald hier zusammen in Costa Rica. Ciao, ciao. Das Leben ist auf alle Fälle zu kurz, um es nicht zu machen. Absoluter Wahnsinn.